Ja, in der schönen Hamburger Abendsonne steht im Aufstiegskampf der Oberliga das nächste Spitzenspiel an. Und zwar eins, das für beide Mannschaften von enormer Bedeutung ist. Mit einem Sieg würde Tabellenführer Sasel Eimsbüttel bis auf 10 Punkte distanzieren können. Auf der anderen Seite hat der ETV noch ein Nachholspiel in der Hinterhand und könnte seinerseits mit einem Sieg ganz oben heranrücken. Das Hinspiel gewann Sasel knapp mit 2:1 dank eines Doppelpacks von Abdullah Rashid. Ein Ergebnis, das Trainer Daniel Zankel heute mit Sicherheit wieder so nehmen würde. Erste Möglichkeit hat der ETV in einer Anfangsphase, die äußerst umkämpft ist. Eimsbüttel hat zunächst einmal etwas mehr vom Spiel. 23. Minute, Fatih Umurhan mit einem relativ rüden Foul. Das gibt auch gleich die erste gelbe Karte in dieser Partie. Und es gibt natürlich auch den fälligen Freistoß. Dominik Akiol scheitert aber an der Mauer. Und auch danach wird es nicht so wirklich gefährlich. Dann erwacht auch so langsam der Tabellenführer. Langer Ball, verlängert auf Deran Toxis. Links lauert Nico Zankel. Und er probiert es auch gleich mal. Kein schlechter Versuch. Erste Möglichkeit für den TSV. Aber Sassel wird jetzt besser. Halbe Stunde durch, Freistoß, Nico Zankel und der passt genau. Die Führung für die Gäste und da ist Viktor Weber, aber mal sowas von machtlos. Der Tabellenführer ist jetzt richtig im Spiel angekommen. Deran Toxis. Klasse Solo, dann der Abschluss aber etwas zu zentral. Aber Sasel zeigt, wieso sie die beste Offensive der Liga stellen. Kurz vor der Pause, Foul von Fatih Umurhan. Und der hatte schon gelb. Nach 41 Minuten zeigt ihm Schiedsrichter Jano Wienefeld die Ampelkarte. Und Sasel ist ab sofort in Unterzahl. Das gibt dem ETV natürlich Aufwind. 45. Minute, Leon Bolz. Kommt da angerauscht und dann der Abschluss, der fällt hinten rein. Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt für den Ausgleichstreffer. Sekunden vor der Pause und Bolz trifft da mit einer wunderbaren Flugbahn. Somit steht es nach dem ersten Durchgang unentschieden in einem hitzigen Spitzenspiel. Es wird viel diskutiert, vor allem natürlich über den frühen Platzverweis. Das wird viel Arbeit für den TSV in Halbzeit 2. Und der ETV hat sich in der Pause sichtlich was vorgenommen. Kurz nach Wiederbeginn, Tivolde schickt Igwe. Igwe am ersten vorbei und dann trifft er nur den Pfosten. Riesenglück für Sasel. Eimsbüttel wittert jetzt in Überzahl seine Chance und drängt auf die Führung. Eine Stunde ist gespielt. Sasel nur noch mit Abwehrarbeit beschäftigt. Wieder Michael Igwe. Diesmal mit der Flanke verlängert auf Dominik Akiol. Und er probiert es mal ganz artistisch per Seitfallzieher. Das 2:1 liegt förmlich in der Luft. Nur wenig später. Igwe ist jetzt überall zu finden. Immer wieder kommt der ETV über die Außen. Rechts Henok, Tivolde und jetzt ist es passiert. Eimsbüttel dreht dieses Spitzenspiel. Und das ist verdient. Und für Sasel wird es natürlich noch schwieriger. Der Tabellenführer schmeißt trotz Unterzahl in der Schlussphase alles nach vorne, läuft aber immer wieder in Konter. Der eingewechselte Boeike hat die Entscheidung auf dem Fuß, scheitert aber an Anton Latke. Die Nachspielzeit ist bereits abgelaufen. Nochmal Eckball, auch Latke ist vorne mit dabei.
Eimsbüttel bekommt den Ball nicht weg und dann die Möglichkeit per Fallrückzieher. Was für eine verrückte letzte Szene. Danach ist Schluss. Das Aluminium rettet dem ETV. Drei ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Sasel hat trotz Unterzahl in der Schlussphase alles reingeworfen. Am Ende aber vergeblich.